Der hat im 19. Jahrhundert schöne Sachen entdeckt, erfunden, entwickelt, wie Sven Hecker recherchiert hat. Heute, vor 140 Jahren, am 29. April 1881, ist dieser Rudolf Christian Böttger gestorben. Dieser Mann, das kann man mal schon so sagen, hat etwas übrig für zündende Ideen. Aber nicht nur. Rudolf Christian Böttger ist ein Tausendsasser auf dem Gebiet der angewandten Naturwissenschaften. Zunächst allerdings scheint das Leben andere Pläne mit ihm zu haben. Der Vater ist Kirchendiener, Oberküster an der St. Stephani-Kirche zu Aschersleben. So studiert Rudolf Christian zunächst Theologie in Halle ab 1824. Dann aber entdeckt er seine eigentliche Berufung. Noch ein Studium, nun Naturwissenschaften in Jena. Böttger promoviert, wird Lehrer für Physik und Chemie am Physikalischen Verein in Frankfurt am Main. Vor allem jedoch interessiert ihn die praktische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Im Frankfurter Personenlexikon liest man: Als Erfinder führte Böttger zunächst Calciumsulfhydrat als Enthaarungsmittel ein, was künftig breite Anwendung in der Gerberei, Chirurgie und Kosmetik fand. 1841 setzte er galvanoplastische Verfahren erstmals erfolgreich zum Kopieren druckfertiger Kupferplatten ein. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse übertrug er auf die Denkmalsherstellung. Dabei legt sich Böttger auch mit einer damals schon weithin berühmten Koryphäe auf seinem Gebiet an, dem Gießener Chemieprofessor Justus von Liebig. Das Frankfurter Gutenberg-Denkmal konnte daraufhin nach Böttgers Anweisungen und gegen Liebigs Einwände als erstes Denkmal auf galvanoplastische Weise hergestellt werden. Böttger forscht weiter, entwickelt zum Beispiel eine Methode zum Glasdruck und Möglichkeiten, wie man Nahrungsmittelfälschungen besser erkennen kann. Er entdeckt das Kollodium, eine zähflüssige, klebrige Lösung, die zum Beispiel in der Fototechnik eingesetzt wird. Und er findet heraus, dass Baumwolle in Salpetersäure getränkt zur sogenannten Schießbaumwolle wird. Hochexplosiv. Ganz ähnlich wie der weiße Phosphor, der dazu mal für Zündhölzer verwendet wird. Gerd Sandstede vom Physikalischen Verein Frankfurt am Main. Das war also schon eine gefährliche Sache. Und insofern experimentierten mehrere Teams daran, nun den Phosphor eben zu desensibilisieren, also die Entzündbarkeit also so weit herabzusetzen, dass man einen richtigen Vorgang braucht, um dann die Entzündung überhaupt zu erreichen. Und dieser Vorgang war letzten Endes eine Hitzeerzeugung durch Reiben. Auch Böttger sucht nach einer weniger riskanten Zündholzvariante und erfindet sie 1848 in der Verwendung von rotem Phosphor. Den trägt er jedoch nicht am Zündkopf, sondern eben auf der Reibefläche auf. Das Konzept der Sicherheitszündhölzer. Rund 50 Jahre bis zu seinem Tod 1881 ist Rudolf Christian Böttger beim Physikalischen Verein in Frankfurt am Main tätig, trotz Lockrufen aus Universitätsstädten wie Halle. Er korrespondiert mit den naturwissenschaftlichen Größen seiner Zeit, ist Mitglied gelehrter Gesellschaften, bekommt Orden und Ehrungen, so durch den Kaiser von Österreich den Orden der Eisernen Krone. Aber Böttger, den Mann der angewandten Wissenschaft, scheinen derlei Formalien nicht sehr interessiert zu haben. Mit dieser Auszeichnung war der persönliche Adel in Form der Erhebung in den Ritterstand auf Antrag verbunden, worauf Böttger jedoch verzichtete. Zum Dank für die Ehrung sandte er Mitte 1853 eine Sammlung selbst hergestellter Kristalle als Geschenk an das Hofmineralienkabinett in Wien. Explosive Karriere, die in Aschersleben und Halle angefangen hat, das war Sven Hecker über Rudolf Christian Böttger, der vor 140 Jahren gestorben ist.